handliches Mikrofon. Ja, willkommen im Mercedes-Benz Augmented Reality Versuchsfahrzeug. Wir können Ihnen heute hier live einen Entwicklungsstand von einem Augmented Reality Navigationssystem zeigen. Im Fahrzeug haben wir hier zwei unterschiedliche Ansichten. Eine ist für den Fahrer, hauptsächlich die Navigationsinformation, die nötige Information auch nur, die den Fahrer bei der Fahraufgabe unterstützt. Beispielsweise sieht man jetzt hier einen Navigationsteppich, der den Fahrer entlang seiner Route leitet. Weiterhin wird in dieser Ansicht Hausnummern, Straßennamen und Informationen, die einen bei der Navigation auf den letzten Metern unterstützt, angezeigt. Hier zum Beispiel die Hausnummer 14. Das Ziel dieser Anzeige ist, hauptsächlich bei der Zielfindung zu assistieren. In Europa beispielsweise ist es ja eher so, dass die Hausnummern oft versteckt oder an ungeschickten Stellen angebracht sind und dass man da gerne auch mal auf den letzten Metern noch so richtig Zeit verliert. Was man auch in diesem Profil sieht, sind Geschwindigkeitsanzeigen oder Warnhinweise vor Gefahrenstellen. Beispielsweise jetzt sieht man eine gesperrte Straße. Aber es ist im Prinzip komplett auf das reduziert, was für den Fahrer auch relevant ist. Auf dem Display im Fond, also dem Passagierdisplay, zeigen wir Informationen an, die für die Mitfahrer relevant sind, Informationen über das Umfeld der Strecke, beispielsweise Panoramio-Fotos, Wikipedia-Einträge, Nachrichten aus sozialen Netzwerken. Und das ist an der Stelle hier auch im Touchscreen. Da kann man auch mit der Umwelt dann auf eine neue Art interagieren und beispielsweise dann auf die Webseite. Ich treff's nicht. Genau, beispielsweise dann auf die unterschiedliche Webseiten oder Zusatzinformationen aufrufen. Genau, man kann es auch sonst auf der statischen Leiste anklicken. Beispielsweise sieht man jetzt hier ein Geocaching, Informationen über einen Geocache, der auf der anderen Seite der Straße liegt. Und so kann man halt auf eine ganz neue Art und Weise im Vorbeifahren mit seiner Umwelt interagieren. Bisher ist es ja meistens doch so, dass gerade die Mitfahrer wenig von der Umgebung durch diese Fahren mitbekommen und dann sich eher während längeren Fahrten dann auch anderweitig unterhalten, beispielsweise durch Spiele auf Smartphones. So, die technische Herausforderung an der Stelle ist hauptsächlich, dass die Darstellung auch wirklich kontaktanalog ins Bild zu integrieren, dass Objekte wie dieses Inside AR-Schild wirklich im Bild virtuell an einer Stelle stabil bleiben und nicht von Fahrzeugbewegungen oder vom Hintergrund abweichen. Im vorderen Display sieht man jetzt beispielsweise eine Warnung über ein Stauende. Wir haben hier eine rote Ampel und es bildet sich ein leichter Rückstau. Und solche Informationen liegen durchaus den Fahrzeugen heute schon dank Radar und Fahrerassistenzsysteme vor. Und man kann dann entsprechend den Fahrbahnteppich auch einfärben bzw. entsprechende Hinweise geben. Ein anderes Beispiel, das zu unserem Erstaunen wirklich sehr hilfreich ist, ist die Anzeige von Straßennamen über Querstraßen. Oftmals weiß man ja so ungefähr, welche Straße man sucht. Es ist aber schwierig, aus einer gewissen Entfernung, wie beispielsweise hier an der Kreuzung, schon die Straßennamen auszumachen. Und dann ist das einfach ein hilfreiches Feature. Auch weil über eine Karte und die unterschiedlichen Zoom-Ansichten in so einer Karte nicht immer alle Straßennamen von Querstraßen gleich ersichtlich sind.
Jetzt wird ein Abbiegehinweis, im Prinzip deren Leitplanken nach rechts zu folgen, was wir dann auch entsprechend gleich tun. Beispielsweise ein Ingress-Portal, das ist ein ortsbezogenes Spiel, das man mithilfe von Android-Telefonen spielen kann, wo es darum geht, unterschiedliche Stellungen durch Anwesenheit einzunehmen. Derartige lokationsbasierte Spiele kann man sich auch gut vorstellen, in Zukunft dann in solchen Systemen zu unterstützen. Sind die Kinder beschäftigt? Dann sind die Kinder beschäftigt. Naja, und sie bekommen auch noch ein bisschen was mit, wo sie denn sind und wo sie waren. Das bekommen ja heute Mitfahrer oft gar nicht mehr so richtig mit. Man lenkt sich halt irgendwie ab. So, da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Gut, wunderbar. Ja, vielen Dank für die Tour. Es war eine interessante Geschichte. Ich denke, das Ding hat Zukunft und wir werden das sicher in den nächsten Jahren mehr davon sehen. Ich hoffe doch. Wir arbeiten dran. Dankeschön. Bitte.